Hallo, Guido hier von blockbuilders.de und wir wollen uns heute anschauen, wie die Börse Bitpanda funktioniert. Bitpanda ist ein Unternehmen aus Österreich, was in Deutschland sehr beliebt ist und wir wollen uns jetzt mal anschauen, worauf ihr achten müsst, was es zu wissen gibt, wie die Gebühren sind und eben alles Wichtige dazu. Falls ihr noch keinen Bitpanda-Account habt, ich habe unten nochmal einen Link reingepackt. Mit dem Link könnt ihr euch einfach anmelden und da gibt es auch immer wieder Bonusaktionen, an denen ihr teilnehmen könnt. Wichtig zu wissen, wie bei jeder großen internationalen Börse muss man sich auch bei Bitpanda verifizieren, wenn man dort einen Account anlegt. Das erfordert mittlerweile jede Börse, die euch Euro-Ein- und Auszahlungen erlaubt. Und das macht ja Bitpanda. Deswegen werdet ihr bei der Anmeldung gleich gefragt, euch zu verifizieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr hier einfach aufs Profil gehen und könnt euch dann verifizieren. Hier auf Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Wenn ihr euren Computer auf Englisch habt, ist das auf Englisch standardmäßig eingestellt. Könnt ihr natürlich hier auf Deutsch ändern. Das geht bei vielen anderen großen Börsen nicht mehr, wie Binance oder Bybit. Die erlauben keine deutsche Webseite mehr. Bei Bitpanda geht das aber, weil die alle notwendigen Lizenzen für Deutschland haben. Wichtig dabei zu wissen, Bitpanda hat wie gesagt alle wichtigen Lizenzen, um den Service in Europa anbieten zu können. Was sie aber nicht haben, ist eine Einlagensicherung, was halt die BaFin an deutsche Banken ausgibt. Das hat Bitpanda nicht. Das heißt, ihr müsst hier einfach auf die Börse vertrauen, dass in den letzten Jahren nichts passiert. Trotz alledem habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Guthaben einfach von Bitpanda abzuheben. Wenn ihr den Account einmal habt, Sprache eingestellt habt, könnt ihr im Prinzip auch schon fast mit dem Handeln beginnen. Das Erste, was man eigentlich immer machen muss, ist eine Einzahlung machen. Und hier glänzt Bitpanda im Prinzip. Es gibt die Möglichkeit, wie bei anderen Börsen auch, Kryptowährungen einzuzahlen. Also im Prinzip alle gängigen, Bitcoin, Ethereum, USDT, Solana und so weiter. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, Fiat-Währungen einzuzahlen. Das ist einfach Euro beispielsweise. Klickt ihr einfach rauf und wählt aus, was ihr einzahlen wollt. Und dann seht ihr schon, wie viele Möglichkeiten ihr habt. Ihr könnt im Prinzip PayPal machen, eine Online-Überweisung, ihr könnt per Kreditkarte einzahlen. Ihr könnt eine ganz normale Sofortüberweisung machen und eben alles, was hier steht. Wichtig dabei zu wissen ist, anders als bei anderen Börsen ist hier jede Einzahlung kostenlos. Das steht auch hier. Das heißt, ihr zahlt dafür keine Gebühren, dass ihr euer Geld zu Bitpanda schickt. Das heißt, wenn ihr 1000 Euro hinschickt, kommen auch 1000 Euro an. Und genauso ist es mit dem Auszahlen. Auch wenn ihr eine Auszahlung macht, ist es so, dass ihr dafür keine Gebühren zahlt und das Geld kommt eins zu eins wieder bei euch an. So, wenn ihr das einmal habt, gibt es im Prinzip noch die Möglichkeit zu handeln, was so das Gängigste ist, was man bei Bitpanda macht. Und wenn wir hier mal auf Entdecken klicken, seht ihr schon, wie viele Möglichkeiten das im Prinzip zum Handeln bei Bitpanda gibt. Also ihr könnt neben Kryptowährungen auch Aktien, ETFs, Commodities und Edelmetalle handeln. Und neuerdings halt auch Kryptowährungen mit Hebel und Kryptoindizes. Machen wir es mal langsam mit Kryptowährungen. Da seht ihr schon, wie viele Möglichkeiten ihr im Prinzip habt, um Kryptowährungen zu kaufen. Also ihr werdet hier alle großen Kryptowährungen finden, die ihr dann auch kaufen könnt. Und wenn wir mal anfangen mit Bitcoin, habt ihr die Möglichkeit, hier einfach auf Kaufen zu gehen. Und dann zeigt euch euer Euro-Wallet an und damit könnt ihr dann einfach bezahlen. Und dann gebt ihr nur noch ein, wie viel Euro ihr investieren wollt. Würdet dann hier eine Zusammenfassung kriegen und müsstet das dann bestätigen und könntet dann auf Jetzt kaufen klicken. Das geht natürlich auch mit jeder anderen Kryptowährung so. Wichtig dabei zu wissen, die Gebühren dabei unterscheiden sich ein bisschen. Das heißt, wenn wir bei Bitcoin sind, sieht man das eigentlich ganz gut. Wenn wir das jetzt kaufen wollen, seht ihr hier, der Bitcoin-Preis ist aktuell bei 48.841 Euro. Wenn wir aber raufklicken, seht ihr hier, wir kriegen einen Bitcoin-Preis von 49.694 angezeigt. Das heißt, wenn wir einen ganzen Bitcoin kaufen würden, zahlen wir im Prinzip über 1% in Richtung 1,49% mehr als der aktuelle Listenpreis ist.
Diese 1,49% sind bei anderen Börsen auch üblich, gerade wenn man bedenkt, dass man dort teilweise auch für Kreditkarteneinzahlungen zahlt. Bitpanda sagt selbst, sie haben keine Gebühren, aber was sie eben haben, ist ein Spread, also eine Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Das heißt, bei Bitcoin zahlt ihr 1,49%, wenn ihr es kauft, und wenn ihr es verkauft, kommen nochmal diese 1,49% zurück oder rauf, und das sind dann in Summe 3%. Das geht noch. Wo es schwieriger wird, ist bei anderen Kryptowährungen. Dort ist der Prozentsatz wesentlich höher. Wenn wir mal auf Solana klicken, Solana, der aktuelle Kurs war bei 108,42. Schauen wir mal, was uns da angeboten wird. Hier wird uns 111 angeboten. Das heißt, knapp 3% mehr, die wir hier im Prinzip Gebühren zahlen durch den Spread. Und das ist schon relativ viel verglichen mit anderen Börsen. Dafür sind halt Euro-Ein- und Auszahlungen kostenfrei, und ihr habt eine deutsche Webseite mit deutschem Support und könnt eben relativ einfach handeln, weil Bitpanda doch recht einfach ist und nicht so kompliziert wie andere Kryptobörsen. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, das dann einfach zu kaufen. Gebt wieder ein, wie viel, und dann könnt ihr das kaufen. Verkaufen ist dann im Prinzip genauso einfach. Ihr geht einfach auf eure Kryptowährungen. Jetzt hier in diesem Account nichts groß drin, aber könntet dann hier einfach auf Verkaufen und das dann im Prinzip verkaufen, oder könntet das auch über Senden abheben, wenn man dort genug von hat. Gehen wir nochmal zurück. Folienübersicht. Könnten wir uns hier auf unser Euro-Wallet klicken und könnten uns dann die Guthaben auch auszahlen. Das heißt, hier würden wir wieder bestätigen. Und dann würde das Guthaben im Prinzip jetzt auf meine Wallet übertragen, und von da könnte ich mir das dann einfach auszahlen. Wenn ich hier auf Euro auszahlen klicke, seht ihr, ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, aktuell Banküberweisungen zu machen, und an Mastercard und Visa wird aktuell gearbeitet. Das im Prinzip dazu. Neben Aktien könnt ihr natürlich auch ganz normale ETFs dort kaufen und habt natürlich auch die Möglichkeit, einen Sparplan abzuschließen. Ein Sparplan sagt im Prinzip, dass ihr regelmäßig was kauft. Ihr könnt zum Beispiel jede Woche oder jeden Monat Bitcoin oder irgendwas anderes kaufen lassen. Das funktioniert relativ gut darüber. Was man noch wissen sollte: Ihr könnt natürlich auch gängige Kryptowährungen abheben. Je nachdem, was ihr drauf habt, könnt ihr die zu einer externen Wallet schicken. Dafür berechnet Bitpanda etwa nur so die Gebühren, was ihr auch für eine normale Transaktion in dem Netzwerk zahlen würdet. Also, es hängt immer ein bisschen von der Kryptowährung ab, aber da sind sie recht fair. Weitere Features, die es noch gibt: Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, eine Krypto-Debit-Card zu bestellen. Das geht jetzt nur über die App. Ihr habt hier den Menüpunkt, da könnt ihr dann eine Krypto-Debit-Card bestellen und könnt im Prinzip mit euren Kryptowährungen mit der Debit-Card bezahlen. Und wenn ihr Proof-of-Stake-Kryptowährungen habt, also Ethereum ist beispielsweise eine oder Solana, könnt ihr die auch bei Bitpanda staken. Das heißt, hier Solana kriegt ihr 5,3, also 5,3% im Jahr. Bei anderen Kryptowährungen kann es mehr oder weniger sein, je nachdem, was für eine Kryptowährung das ist. Auch hier ist Bitpanda, muss man ehrlich sagen, nicht ganz transparent, was die Gebühren angeht. Vermutlich ist es so um 20, 25%, was die Gebühren nehmen. Das Ganze könnte noch ein bisschen günstiger werden, wenn ihr den Bitpanda eigenen Token habt. Der nennt sich Best, und da gibt es verschiedene VIP-Level. Also, wenn man beispielsweise 5000 Best hat, kosten aktuell, ich glaube, um 40 Cent, 43 Cent, kriegt man nochmal ein bisschen mehr Staking Rewards, also 7,5% mehr. Auf die Summe gesehen geht bis 12,5%, wenn man 50.000 Best hat, und man spart ein bisschen bei den Gebühren. Da geht es nochmal ein bisschen runter. Also, das kann durchaus
auch Sinn machen, sich die zu holen. Aber das ist im Prinzip grob zusammengefasst, was es bei Bitpanda gibt. Das Ganze ist im Prinzip relativ selbsterklärend, deswegen ist Bitpanda auch so beliebt, trotz der etwas höheren Gebühren, weil man einfach schnell was kaufen kann, hat ein deutsches Unternehmen, deutschen Support und das funktioniert alles ganz gut. Früher gab es noch Bitpanda Pro, wo man wie bei einer richtigen Börse ein Orderbuch hat und dort im Prinzip Limit Orders machen konnte und handeln wie auf einer normalen Börse. Das gibt es aktuell nicht mehr. Da haben sie jetzt eine Plattform, die nennt sich OneTrading. Dort sind aber aktuell nur Bitcoin, Ethereum und ich glaube Solana gelistet und auch mit relativ wenig Volumen. Also das funktioniert noch nicht wirklich gut dort zu handeln. Da gibt es bessere Alternativen wie Bybit oder Binance International. Von daher würde ich daher auf eine andere Plattform ausweichen. Dafür Einsteiger ist das im Prinzip ja alles gut geeignet. Falls ihr dazu noch Fragen habt, nutzt gerne unten die Kommentare und ansonsten wäre ich euch dankbar, wenn ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Vielen Dank!